verdammt! What do you think you're doing? Ah! Entschuldigung, ich mache eine Kellerparty. Möchtest du mit? Okay, komm, lead the way. Sehr schön, sehr schön. Gnus Kellerparty. Es ist zwar schon ein bisschen stinkig da drin, da waren schon ein paar drin, so ein paar Körperflüssigkeiten von anderen. Aber das sollte dich ja nicht stören. Ich will Yandere. Ich auch. Und wisst ihr was? Das bekommt ihr jetzt auch, denn es gab ein Update. Zu Risiken und Nebenwirkungen schreiben Sie ein Intro in die Kommentare oder lassen Sie es. Hallöchen, mein lieber Pöchen, willkommen zu einem neuen Video. Und ihr habt richtig gelesen und gesehen, es gab in Yandere endlich ein lang ersehntes Update. Ich habe euch ja damals gesagt, ich bringe ein neues Yandere-Update, wenn ich der Meinung bin, dass es eines ist, welches es würdig ist, dass man es zeigt. Und definitiv ist das heute der Fall, denn wir können sehr viele Schüler nach Hause verschleppen. Und man kann ihnen jetzt auch Essen geben. Wir werden natürlich herausfinden, was passiert, wenn wir es nicht tun, wie viele passen tatsächlich in unseren Keller und weitere verrückte Dinge, die wir heute klären werden. Ich habe tatsächlich viel länger aufgenommen, als ich eigentlich gedacht habe, weil das, was ich vorhabe in diesem Video, ist ein riesengroßes Projekt. Deswegen möchte ich umso mehr Daumen nach oben da. Das war wirklich nicht ohne. Und ja, lehnt euch zurück und entspannt. Denn the show must go on. Und zwar in meiner Kellerparty. Maybe we should stop walking this. Ja, ihr solltet wirklich zusammen aufhören, in die Schule zu gehen. So, das Erste, was ich tun werde, ist... Doch was braucht man eigentlich alles, um jemanden zu kidnappen? Gehen wir doch mal in unsere Kidnapping-Checklist. Als Erstes müssen wir uns die Spritze besorgen. Anschließend brauchen wir ein Beruhigungsmittel. Um das verwenden zu können, brauchen wir auf jeden Fall eine höhere Stufe in Biologie. Und dann rein in die Kiste. Dann setzen wir das Ganze doch jetzt einfach mal um. Mission Number One. Ja, ich habe mir ein Debug-Menü, das könnt ihr jetzt wieder benutzen, indem ihr einfach Debug eingibt, dazugeholt. Denn ansonsten wäre es sehr schwierig, euch das alles hier zu zeigen. Wir gucken erstmal. Ja, sie wird es jetzt gleich sehen. Deswegen warte ich noch kurz. Wir nehmen uns die Spritze, nehmen uns direkt das erste Opfer, packen sie in die Kiste. Und dann gucken wir gleich mal, was ist alles so. Ah, nein, verdammt! What do you think you're doing? So, ganz wichtig, wir werden auch speichern. Das Witzige ist, guckt mal, ich kann hier jetzt, während ich warte, ein Minigame spielen. Weil damit es nicht mehr so langweilig ist. Finde ich sehr, sehr süß. Ich habe jetzt genug Cash. Ich kann mir jetzt ja von ihr... Ich brauche einen Drop. Ich kann mir jetzt von ihr das ja einfach droppen lassen. Hier, you can put this into someone's food and make them drowsy. A drowsy student will reset rest in school. Ich glaube, das ist das. Pleasure. Wir werden es gleich mal sehen. Und dann werden wir uns schon das erste Opfer nehmen und schnappen. So, ab in die Schule. Wir haben jetzt hier sogar eine neue Alibi. Oh, guck mal, genau, hier kann ich es ja richtig hochskippen. So eine neue Alibi-Animation. So. So, wir nehmen mal dich mit. Ich finde, du bist eine würdige Gegnerin. Follow me, girl. So, komm mal mit, meine Liebe. So, ich habe alles. Komm rein, entspann dich. Genau, sehr schön. Fühl dich wohl. Und jetzt schlaf, meine Liebe. Ja, jetzt ein bisschen schlafen, ausruhen. So, komm mal her, jetzt packen wir dich in diese Kiste. Rein da mit dir. Gute Nacht. Sehr schön. Jetzt noch ein bisschen lachen. Oh, I'm on my period. Ich frage mich, ob jedes Jahr oder jedes Mal die Spritze da ist oder wie ich das jetzt die Tage über mache. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hause. Da müsste ja schon jemand auf uns warten gleich. Oh, ich habe bis Mitternacht gewartet, bin zurückgesneakt und habe sie in meinen Keller gebracht. Ja, die Reputation der Schüler ist nicht so gut, weil ja ein Schüler jetzt verschwunden ist. Lass mal kurz ins Basement gehen. Hey, Girl. Was hast du denn da liegen lassen? Was liegt denn da? Ein Kassettentape. Guck mal, jetzt hat sie hier Meals und Gesundheit. Kaufe Essen vom Lebensmittelladen in der Stadt. Füttere sie, um ihre Gesundheit um 10% hoch zu pushen. Okay. Ich kann sie jetzt torchen. Ich würde das jetzt einfach mal machen. Komm, stell dich nicht so an, Girl. Du willst es doch auch. Geh mal kurz in die Town und guck, was ich so zu essen kaufen kann. Aber ich gebe ihr natürlich noch nichts. Wo war denn der Convenience Store? Ah, hier. Nee, ist der Manga Store. Um Himmels Willen. Ah, hier, Convenience Store. Zigaretten, Alkohol, Kondome, Radpolsen. Das hier, Kombini-Meal. So, ich kaufe es einfach mal. Jetzt gehen wir mal zurück nach Hause, gehen in die Schule. Und jetzt möchte ich nämlich mal gerne eine Sache testen, weil mir läuft ja so ein bisschen die Zeit davon, ne? Ich weiß nicht, ob sich das alles resettet nach einer Woche. Deswegen würde ich jetzt mal speichern. Würde gucken, was passiert, wenn ich mit dem Debug-Menü den Tag
zurückstelle an Anfang, ob die danach immer noch unten bei mir im Keller ist. Wisst ihr, was ich meine? Und würde sagen, jetzt ist schon so ein bisschen benebelt. Die Leute sind schon nicht so happy. Meine Reputation, was soll das? Warum ist die nicht oben? So, dann machen wir jetzt nämlich mal einen Combine. Oh ja, okay. Okay, ich muss quasi Ace, Tone und Chloroform kombinieren, um ein Sedativ zu bekommen. Geil, ich kann das jetzt selber machen. Okay, nice. So, jetzt brauche ich nur noch ein Opfer. Ich würde sagen, wir nehmen noch dich mit. Du fehlst noch in meiner Kollektion. Folge mir. Vor allem, die andere Freundin wundert sich halt gar nicht, dass ich sie einfach so wegnehme. Ist überhaupt kein Problem. Mach dir nur, ne? Schneller! Wir haben noch viel vor uns. Gute Nacht. Du wirst dich gut in meinem Keller machen. Genau, alles wird gut. Jetzt geht's ins Bettchen. Schlafi, schlafi. Dann, lasst uns mal gucken. Cleaning Time ist nur für Leute, die nichts gelernt haben. Cleaning Time ist nur was für Schwächlinge. Oh, der Gardening Club existiert nicht mehr, weil zwei von den Mitgliedern jetzt weg sind. Ach Mensch, wo sind die denn? Ach, da haben wir schon unsere zwei Opfer. Und wie sieht's bei dir aus mit dem Hunger? Ja, die muss man echt ein bisschen torchen, ne? Sonst geht das Hunger nicht rund. Ich habe aber ein Meal. Ich torche die mal nicht, der Sanity ist schon fast unten. Die Gesundheit braucht auch noch ein bisschen. Ich gehe jetzt mal wieder weiter und hole die nächste Person. So, ich werde jetzt aber einmal hier rüber speichern und einmal hier rüber speichern. So, jetzt würde ich nämlich auch gerne mal probieren, was ist, wenn ich jetzt auf Tag 3 schalte, dass wir immer wieder den Mittwoch erleben. In der Hoffnung, dass die Mädels noch im Keller sind, weil dann könnte ich jeden Mittwoch neu laden und neu reinstopfen, weil ansonsten hat man ja nach einer Woche verloren. Wisst ihr? Deswegen gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Es ist Mittwoch, meine Freunde. Ich bin immer noch beliebt. Ich hoffe, es sind immer noch die Studentinnen weg und werde mir jetzt erstmal wieder diese wunderbare Syringe holen. Und zwar ganz schnell. So. Oh, ach, ich hab's geschafft. Puh. So, und wir machen uns oben wieder unser eigenes Gebräu, Leute. Das und das. Yes. Du würdest dich in meiner Sammlung doch sehr, sehr gut machen. Komm mal mit, meine Liebe. Es gibt hier nämlich eine Kiste. Die macht was ganz Tolles. Eis.de ist in der Kiste. Und es rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Tong, 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 tong. Ja, das Leben ist schon lustig. So, jetzt gucken wir mal, Leute, ob die noch da sind. Drückt die Daumen. Okay, Leute, der Moment aller Momente. Hat es geklappt? Ja, sie sind alle noch da. Nice. Dann kann ich die jetzt alle rippen. Ha. Oh, verdammt. Verdammt, jetzt geht die zu. Aber warte mal, die müssten ja eigentlich theoretisch auch reinkommen. Wie kommt ihr denn jetzt in die Schule? So, wie macht ihr das jetzt? Ja, was macht ihr jetzt? Oh, warte mal, von dieser Tür wusste ich ja gar nichts. Oh, die geht auf! Oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Das eröffnet so viele Dinge. Das sagt aber auch gar niemand was, wenn ich hier zu spät komme, ne? Nicht mal eine Lehrerin da. Okay, ich würde sagen... Du, Girl. Halt, nein. So, komm mal bitte mit. Ich möchte dir was zeigen. Ich habe so ein paar... Ich mache so eine Pyjama-Party im Keller. Da bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen. Komm nur rein hier. Sehr schön. So, jetzt würde ich gerne einmal wollen, dass du mal kurz die Augen schließt, entspannst und zack! Willkommen zu meiner Pyjama-Party im Keller. So, rein mit dir. Es ist zwar schon ein bisschen stinkig da drin. Da waren schon ein paar drin. So ein paar Körperflüssigkeiten von anderen. Aber das sollte dich ja nicht stören. Es ist Freitag, es wird Zeit zu skippen. So, gucken wir erstmal, wie es den Girls da unten geht. Ab ins Basement. So, der geht schon nicht mehr so gut. Aber das Essen, die Health ist noch in Ordnung. Ja, es wird schon langsam ein bisschen voller, aber ich finde, es fehlen noch ein paar. Ich gehe jetzt nämlich erstmal wieder in die Schule, meine Süßen, ne? Ich habe ja noch was zu tun. Es wird doch ein bisschen voller unten, ne? Deswegen haltet eure 14 alles ein bisschen zurück. Hier stinkt's wie im Rattenloch. Entschuldigung. Ich mache eine Kellerparty. Möchtest du mit? Okay, komm, lead the way. Sehr schön, sehr schön. Knus Kellerparty. So, meine Kellerparty, die wird einfach toll. Die Mädels wissen nicht, was sie wollen. Deswegen kommen sie mit mir mit. Und ich glaube, das gibt einen Drip. Und das gibt alles keinen Sinn. Das ist egal. Meine Kellerparty, die ist geheim. Niemand darf wissen, wo sie sich befindet. Deswegen Augen zu und durch. Denn bei einer Pyjama-Party wird auch geschlafen. Oh,
Oh, es gibt keinen Fotografie-Club mehr. Warum denn? So, da haben wir schon die nächste. Na, wie geht's dir? Gut? Sehr schön. Wir haben jetzt 5 Stück. Ich glaube, von euch passen hier nochmal ganze 5 rein. Wäre ja keine gute Pyjama-Party, wenn nicht genug Leute da wären, oder? Let's go! Pyjama-Party. Sie wird immer größer. So, da deine Freundin gerade auch bei uns im Keller ist, dachte ich, hole ich dich noch dazu. Und let's go. So, jetzt haben wir alles, Leute. Ist unten für Kunst gesorgt, für Musik. Ich würde sagen, it's the final countdown. Oh, die Arme ist ans Bett gebunden. Die hat sogar noch die Augen drunter auf. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt ja 8 Stück. Eine kann noch hier hängen und die andere hier und dann haben wir alles voll. Ich würde aber sagen, wir haben jetzt ein paar Mädels geklaut. Ich habe immer extra von jedem Kurs eine geklaut, weil dann schließen die Kurse. Das heißt, der Gartenclub ist jetzt auf jeden Fall weg. Der Kunstclub ist weg. Der Fotografieclub ist weg. Der Musikclub ist weg und der Kochclub ist weg. Die sind alle bei mir hier. Die Party kann steigen. Ich würde sagen, wir fangen mit dir an, meine Liebe. Und machen mal ein bisschen Massage für 18 Stunden. Why are you doing this? Guten Morgen, meine süßen Mäuschen. Oh! Oh mein Gott! Oh Gott! Ih, da sind die Fliegen schon. Your prisoner has died. Also der Gefangene ist gestorben. Ich sollte den Körper entfernen. Ih, was steht da? Jetzt kann ich die entfernen. Das ist ja eklig. Wie geht's denn dir so? Die kann ich auch noch zur Schule bringen. Okay, okay. Was geht hier ab? Ja, komm, nochmal 12 Stunden. Hat jemand einen fahren lassen oder warum stinkt's hier unten so? So, Mädels. Wir haben das stinkende Problem beseitigt. Oh mein Gott. Warum sind die jetzt alle gestorben? Ach, die lebt noch. Um Gottes Willen, aber warum? So schlecht ging es denen doch gar nicht. Okay, hier stinkt es aber echt übel. Ich würde sagen, ich nehme dich jetzt mal mit zur Schule, dann beenden wir diese Misere. Das ist ja schrecklich. Uff. Ich werde das Ganze jetzt auf die letzte Dame schieben, indem ich mir jetzt einfach die Spritze hole, mit der ja die ganzen Tatorte und Taten geschehen sind. Ich werde es ihr geben und lasse dann im Ganzen einfach freien Lauf. Okay, probieren wir es nochmal. So, gib diesen Ganzen am Ende. Wir haben jetzt bald Freitag, das muss jetzt beendet werden. Ja, sehr gut. Dann haben wir alles erledigt. Auf einem Schlag und in meiner Party geht immer noch. In meinem Keller wird für immer die Party abgehen. Oh mein Gott, und Senpai wird es sehen, Leute. Das große Finale. Kommt schon. Ist auch kein Juck, dass da einfach so 3 Psychos hinterherlaufen. Los, jetzt tu es. Ach ja, dieses schöne Finale. Ja, Leute, jedenfalls, das war's von Yandere. Ich hoffe, euch hat's gefallen, ey. Ich habe 1,5 Stunden das Ganze jetzt gemacht. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr Updates mitbekommt wie solche, dann sagt es mir. Oder schreibt mal in die Kommentare, was man noch so ausprobieren kann. Eventuell Dinge, die wirklich neu sind und nicht schon ein Jahr alt, weil die habe ich schon alle ausprobiert. Danke fürs Zuschauen und jetzt raus!